ist in jedem Fall, der Braunkohlenbergbau hier in Nordrhein-Westfalen ist ein industrieller Kern im Rheinischen Revier, gibt den leistungsstarken, den hervorragend ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dort sichere und gute Arbeitsplätze als Bergleute, als Ingenieure, als Techniker. Und nicht nur das, um den Braunkohlenbergbau herum mit seinen Kraftwerken entfaltet sich ein reger Handel von Waren und Dienstleistungen. Auch deshalb ist die Region so stark. Und sie macht Nordrhein-Westfalen stark. Ja, das gilt es immer wieder herauszustellen. Ohne den Braunkohlenbergbau, ohne die Leistungen und die Kompetenz der Unternehmen, der Beschäftigten im Rheinischen Revier, wären wir nicht das, was wir heute sind, Industrie- und Energieland Nummer eins in Deutschland und in Europa. Und das wird, meine Damen und Herren, auch zukünftig so sein. Wie das im Detail gelingen kann, ja, darüber wird gerungen, auch in der SPD. Und angesichts der großen Bedeutung der Braunkohle ist das doch auch gar nicht verwunderlich. Die wichtigste Botschaft für das Rheinische Revier heißt, die Arbeitsplätze im Bergbau, in den Kraftwerken sind langfristig gesichert, in Inden, in Hambach und Garzweiler und bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts. Also für die nächsten 15 Jahre können auch weiter rund 100 Millionen Tonnen Braunkohle jährlich gefördert werden. Und damit leisten wir, Herr Kollege Lindner, einen wesentlichen Beitrag für eine sichere und ausreichende Versorgung des Industriestandortes NRW mit bezahlbarer Energie. Auch das gehört mit dazu, wenn wir eine Gesamtbetrachtung vornehmen. Und dass jetzt die Menschen in den fünf Orten, die zur Umsiedlung anstehen, auch Sicherheit haben, dass sie darauf vorbereitet sind, die warten darauf, das ist doch, wie das der Kollege Lutz Lienkämper gesagt hat, eine gute Sache. Ja, Herr Lienkämper, Sie haben recht. Es ist eine gute Sache, dass Klarheit und Sicherheit, Planungssicherheit für alle Menschen im Rheinischen Revier sind, auch für diejenigen, die umgesiedelt werden müssen, um der Braunkohle Platz zu machen, meine Damen und Herren. Und wir haben ein klares politisches Ziel. Die Abbaufläche wird kleiner. Wird kleiner, als sie früher einmal geplant war. Auch damit haben die Menschen in Holzweiler, in Dackweiler und auf dem Hauerhof jetzt endlich Sicherheit, dass sie nicht mehr der Braunkohle weichen müssen. Auch das gehört mit dazu, wenn man über die Frage redet, wie gehen wir mit den Menschen im Rheinischen Revier um, meine Damen und Herren. Das bedeutet Planungssicherheit für das Unternehmen und soziale Sicherheit für die 35.000 auf direkte und indirekte Weise mit der Braunkohlenindustrie verbundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über einen Zeitraum, meine Damen und Herren, von mindestens zwei Jahrzehnten. Mehr Sicherheit, meine Damen und Herren, gibt es sonst in keiner Branche, in keinem Land, weder in Deutschland noch anderswo. Auch das gehört herausgestellt in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren.